Jai Kedan, Freunde, Kai Kedan, 2900 Kalorien, Full Day of Eating, der letzte harte Low Day der Wettkampfdiät. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir sind in Los Angeles. Der letzte große Push meiner Wettkampfdiät steht an. Ich habe heute nochmal einen richtig krassen Low Day mit so circa 2900 Kalorien. Ich werde euch heute komplett durch den ganzen Tag mitnehmen. Der sieht nicht nur aus wie ein Dämon, mein Lieber, der ist der Dämon. Was ich mitnehme, es gibt nämlich ein Full Day of Eating und wir fangen direkt an mit der ersten Mahlzeit. Die ist nämlich schon fertig und zwar ein wunderschönes Porridge. Mein er gönnt sich wieder in der Peak Week Reese's, Alter, so wie wir Kai kennen. Pre-Workout Meal, also die Mahlzeit vor dem Training. Hier sind 170 Gramm Haferflocken drin, 60 Gramm No Whey hier am Start. Vanillekipferl ist übrigens wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, alles leider schon ausverkauft. Dann gibt es noch auf jeden Fall ein paar Reese's drauf. Zeigst du hier, einmal Reese's Threes. Was habe ich gesagt? Reese's in der Peak Week, Digga, in der Wettkampfvorbereitung. Geht's noch? Richtig, richtig krank. Dann noch der letzte harte Low Day, Digga, der pfeift sich Reese's rein. Der ist doch irre. Reese's Low Sugar gibt's in Amerika richtig crazy. Crazy! Dann habe ich hier noch ein bisschen Powdered Peanut Butter drauf gemacht. Powdered Peanut Butter. Dann halt noch Banane, Beerenfrüchte, wie ihr seht, Kiwi. Bisschen Zimt und dann war es das eigentlich mit meinem Porridge. Die Nährwerte werde ich euch hier. Ein Kai ohne Porridge ist wie ein Hochhaus ohne Keller. So ist es. Jetzt kurz präsentieren. Wir sind bei 172 Gramm Kohlenhydrate. Halt ich sehr, sehr viele Kohlenhydrate nehme ich jetzt, beziehungsweise eigentlich alle, fast alle Kohlenhydrate jetzt vor dem Training, damit ich richtig schön Power habe und im Gym gleich Vollgas geben kann. 33 Gramm Fett, bisschen Nüsse, bisschen Süßigkeiten drin, deswegen ist da ein bisschen Fett am Start. Und ein bisschen Süßigkeit in der Peak Week, wir kennen es doch. 82 Gramm Protein sind 1370 Kalorien am Start. Ich finde das immer so krass, dass der, guck mal, der hat nur 2900 Kalorien und hat fast die Hälfte schon mit einer Mahlzeit gedeckt. Das ist heftig. Ich würde das lieber, also ich habe das immer so gesplittet, dass ich viele Mahlzeiten hatte, aber kleine. Start ist für mich ein sehr, sehr kleines Porridge, für euch wahrscheinlich eine riesengroße Mahlzeit. Für mich ist das gar nichts, Leute. Dementsprechend wird sie das jetzt gleich schön genossen, zelebriert und dann geht es auch gleich schon ins Gym. Dazu auf jeden Fall 5 Kapseln once a day. Hier ist Vitamin D3, K2, Omega-3 und Vitamin B12 enthalten, also ein Health Supplement. Und auf jeden Fall eine Portion Strong, hier ist Kreatin und Ashwagandha drin, was die Performance im Gym boostet. Dazu natürlich American Style hier aus dem Kühlschrank, richtig schön. Crushed Eis dazu, ich sag's euch, mit Eiswürfel schmeckt Strong kleiner mal viel, viel geiler. Alles schmeckt mit Eiswürfeln viel geiler, ich schwör's euch. Egal ob ein Isolat, ob ERAs, ob ein Booster, ohne Witz. Jetzt Leute, das war die erste Mahlzeit, das war die Workout-Mahlzeit, das ist mein Frühstück und wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei der nächsten Mahlzeit. So Leute, it's Gym Time. Ja, yep, Ashwagandha vor dem Training. Wie zum Beispiel der Selfish hat auch Ashwagandha drin als Booster. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Weil das Training, auch wenn es dir Spaß macht, ist es für deinen Körper eine Stresssituation. Es ist etwas, was du eigentlich gar nicht brauchst von Natur aus. Ja, und damit drückst du quasi dein Stresshormon etwas runter. Und jetzt zeige ich euch komplett, was ihr ums Gym konsumiert, denn es ist ja ein Full Day of Eating, dementsprechend werdet ihr das euch natürlich auch nicht vorenthalten. Fangen wir mit dem Pre-Workout, da gibt es auf jeden Fall ein Monster. Hier in Amerika hat es so viele verschiedene Monster und wir haben schon sehr viele getrunken. Da gibt es ganz viele Monster, wir haben uns schon sehr viele gefangen. Noch nicht probiert haben. Heute gibt es Ultra Sunrise Orange. Samurais. Bin sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Dazu, also das ist auf jeden Fall meine Koffeinquelle. Dazu gibt es bei mir auf jeden Fall 13 Gramm Goat. Auch noch ein bisschen Koffein, richtig heftiger Fokus. Und dann natürlich, der darf bei mir niemals fehlen, 55 Gramm Goat Pump für einen ultimativen Pump im Training, gerade jetzt bei den letzten Einheiten. Bruder, der ist einfach die ersten 3 Minuten, zeigt er seine Küche. Bei den letzten Low Days mit wenig Carbs, das ist schwierig, ein gutes Muskelgefühl oder einen Pump zu bekommen. Dementsprechend Pumpbooster hier essentiell, habe ich im Shaker angerührt. Intra-Workout sieht wie folgt aus. 1 bzw. 2 Liter Wasser, gepaart mit 30 Gramm No Way Clear Lemon Slush für die Proteins. Ich habe komplett den Überblick schon verloren. Vielleicht kommt aber noch Placement vom Adventskalender, wenn ich mich irre. Das Intra-Workout ist nochmal so 100 Kalorien und ich merke, wie es meine Performance schön boostet. Post-Workout Nutrition, also nach dem Training. Leider keine Rice Cream, denn wir haben Low Days. Dementsprechend gibt es bei mir einen Shake und zwar habe ich mir eine Probe aus dem Adventskalender geholt. Wichtig, die Adventskalender. Was habe ich euch gesagt?
Deals sind immer noch verfügbar. Bedeutet, ein Adventskalender, 25 Euro Gutschein, zwei Adventskalender, 50 Euro Gutschein. In jedem Drei Adventskalender, 1000 Euro Gutschein. Adventskalender sind nochmal jeweils zwei 10 Euro Gutscheine enthalten. Und mit dem Code Kai spart ihr nochmal 10%. Bedeutet, ihr habt einen richtig fetten Mega-Deal und zwei Full Day of Eating, Rainer Winkler. Richtig geile Adventskalender am Start. Dementsprechend gönnt euch natürlich mit dem Code Kai bei eurer Bestellung bei Rock Nutrition. Damit unterstützt ihr mich und habt immer den besten Deal und die maximalen Gains im Bar. Bruder, ich komme auch gar nicht hinterher, machst tun. Gar nicht. Nach dem Porridge war ich raus. Ich bin raus, Digi. Warenkorb, 30 Gramm davon, um die Sache voll zu machen. Noch 10 Gramm. No way. Bruder, auch noch. Mickey Schoko Eggs. Das ist so die beste No way Sorte, die ich euch absolut erklären kann. Yes, so sieht meine komplette Nutrition ums Training herum aus. Und jetzt geht es mal ins Gym. Damit eskaliert und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder nach dem Training am Start sind. Und ja, dann bei der nächsten Mahlzeit, wenn gekocht wird, Leute. Übrigens, Pre-Workout für alle. Nein, komm jetzt! Die Leute fragen, Pre-Workout track ich nicht, Intra-Workout schon, Post-Workout auch, weil Pre-Workout bleibt immer gleich. Kurva! Egal was passiert, und das bleibt immer gleich, ist eine Konstante, auch sowas wie Once a Day. Hey Bruder, ohne Spaß, hey, das ist übertrieben, ja. Kai, du hast diesmal hast du wirklich reingeschissen. Ich verstehe Placements und alles schön und gut, aber das ist, Bruder, das ist irre. Oder Strong and Pink Essentials, das track ich alles nicht. Das ist eine Konstante, die habe ich schon seit, ja, die werde ich schon, die habe ich schon immer drin. Dementsprechend track ich das nicht, weil es konstant bleibt. Aber sowas wie No Way, das sich ein bisschen verändert, vielleicht ein bisschen mehr, weniger. Und No Way Clear, das track ich immer mit ein. Yes, Sir, jetzt geht's abends ins Gym und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Einheit. Bei der nächsten Mahlzeit, nicht Einheit. Leute, hier ist Platz 5, Mr. O, Medaille. Geil. Aber eine Person, die ich mehr lieb, ist das Monster im Kühlschrank. Spaß, Leute. Okay. Der hat die komplett auseinandergenommen. Eine Person, die ich mehr lieb, ist das Monster im Kühlschrank. Spaß, Leute. Okay. Die denkt sich so, heute gibt's keinen Spiegel, du Arschloch. Ich dachte, du sagst Siebam. Den auch, aber die. Was für Siebam, Digga. Hä? Ja, am meisten. So, Leute, back vom Gym. Wir haben gekocht. Jetzt gibt's auf jeden Fall Post-Workout-Meal und zeige ich euch mal. Erstmal gibt's wieder ein paar geile Supplements. Was ich esse, erstmal mache ich mein Handy auf, damit ich euch gleich die Nährwerte durchgeben kann. Und zwar haben wir 1000 Kalorien, 1090 Kalorien, die bestehen einmal aus meiner Vorspeise. Salat, so 150, 160 Gramm Salat, 4 Eier am Start, schön lecker gewürzt. Und dann kommen wir zur Hauptmahlzeit. Hat eine ähnliche Linie wie Hollywood Marcel. Freunde, übertreibt nicht. Nein, hat er nicht. Er sieht besser aus, viel besser. Also Kai. 20 Gramm Reis, Leute, haltet euch fest. 100 Gramm von dieser leckeren... 20 Gramm Reis, ja, das kommt davon, wenn du dir so viel Scheiß reinpfeifst vom Training auf 1300 Kalorien. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Salzersoße, da habe ich nämlich mir so einen kleinen Mix gemacht. Dann noch ein bisschen 400 Gramm Gemüse oder 300 Gramm Gemüse. Und dann auf jeden Fall 200 Gramm Rindfleisch. Sehr, sehr lean, 94% reines Fleisch. Und dann auf jeden Fall noch 170 Gramm Chicken. Da kommen wir auf jeden Fall zusammen auf Nährwerte von 60 Gramm Carbs, 37 Gramm Fett und 127 Gramm Protein. Jetzt, so sieht die ganze Sache aus. Dazu auf jeden Fall Subs, und zwar einmal Portion Strong, eine Portion Pink Essentials. Dann gibt es auf jeden Fall 10 Kapseln once a day. Morgens habe ich übrigens 5 genommen. Und dazu auf jeden Fall noch 6 Tropfen Vitamin D3 K2 Tropfen, um das Vitamin D3 schön nach oben zu pushen. Denn nach der Wettkampfdiät wird mein Stresslevel extrem abfallen. Und um das abzupuffern oder die Wahrscheinlichkeit abzupuffern, krank zu werden, verdopple ich jetzt schon mein Vitamin D3, damit ich auf jeden Fall ordentlich durchgeboostet bin. Die Mahlzeit gibt es jetzt schön zu essen, wird maximal zelebriert und dann sehen wir uns gleich bei der letzten Mahlzeit des Tages, Leute. So, Leute, letzte Mahlzeit des Tages, und zwar ein Quark. Hier dran sind 170 Gramm von diesem Magerquark, habe ich einen richtig geilen gefunden. Vanille Light, der schmeckt bestimmt gut. Und zwar Vanille Light, hat sehr wenige Kalorien, 80 Gramm auf 170 Gramm, richtig nice und sogar noch Vanille drin. Dazu noch Cottage Cheese, also körnige Fischkäse 50. Junge, wir haben diese ganzen Dosen Whey und alles nach Amerika, die brauchten noch extra einen separaten Koffer, Digga, krass. Ich bin aktuell bei 5000. So, hat mir jetzt den Overload gegönnt. Bester Mann, danke für den Support, Mann. Ich kam dazu, dann habe ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen No Way Caramel Popcorn reingemacht, 10 Gramm für den Geschmack.
Und ihr seht's. Design von Rocker Beste, sage ich immer und immer wieder, gibt es keinen besseren. Oben drauf noch ein paar Beerenfrüchte, ein bisschen Zimt, das ist mein abendlicher Quark, den habe ich schon sehr lang drin. Hat Garbage Cheese. 200 Kalorien. Herr Paschulke, schlaf schön. 26 Gramm Carbs, 2 Gramm Fett und 22 Gramm Proteins vorm Schlafengehen. Und jetzt Leute, das war der komplette Full Day of Eating, ja. Also es gab 3 Mahlzeiten, eine Mini-Mahlzeit vorm Schlafen und 2 Riesenmeals. Ich esse eigentlich nur 2 große Mahlzeiten, einen Shake und dann noch abends eine kleine Mahlzeit. Shake aber vergessen. Vorm Schlafen gehen. Sieht nicht besonders rosig aus, aber das war auch, soweit es geht, der letzte Load in der Wettkampf-Diät. Damit ist die Wettkampf-Diät so gut wie abgeschlossen und es geht bald in den Aufbau. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock darauf habt, dass ich im Aufbau auch ein Full Day of Eating abdrehen soll. Ansonsten gibt es noch eine Sache zu sagen, und zwar die Nährwerte für den kompletten Tag. 2900 Kalorien. 275 Gramm Proteine, 265 Gramm Carbs, weniger Carbs als Protein, das müsst ihr euch mal geben. Und 75 Gramm Fett ist wie gesagt die absolute Tiefphase meiner Wettkampfdiät. Weniger werde ich auf jeden Fall nicht essen und es ist auf jeden Fall sehr, sehr räudig. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten YouTube-Video. Das war ein Full Day of Eating. Nein, so sieht keine Güne aus, mein Lieber. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Aktiviere die Glocke, vergesst den Code Kai nicht. Dann bin ich raus. Bis zum nächsten YouTube-Video. Euer Flachen und Schmaler Kai. Bald wird wieder geladen. Da gibt es wieder ein richtig geiles Wettkampfvideo. Könnt ihr euch mega drauf freuen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also. So, ja. Das Video war enttäuschend. Schreiben hier. Video war leer. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.